Stadt Valley oder im Englischen Valley beim Schliersee in Oberbayern und das Ordenszentrum Lampel. Und wir haben hier was ganz Besonderes, nämlich einen Konzertsaal mit fantastischer Akustik, trocken, aber samtig trocken mit so einer Spur Brillanz. Also nicht überbordend wie in einer Kirche, sondern es ist ein Saal mit 7 oder 8 fantastischen, sehr, sehr unterschiedlichen Orgeln. Wir haben eine kleine Deininger Renner-Orgel von Karl Richter von 1960er Jahren mit einem Subbass dahinter. Wir haben eine fantastische Ernst-Röber-Orgel, romantisch, von 1896. Und da hat Beckerath 1957 etwas verändert und erweitert. Und diese fantastische Orgel ist eine Orgel mit dem größten Altarbild im Prospekt. Mit hinteren Bild sind die Pfeifen. Ich mache nur mal das Licht an, Moment. Und es entstand diese Orgelbewegung und die Verein der Orgelfreunde. Und die haben darauf geachtet, dass man wieder in diese Neobarocke, in diese barocke Klangwelt eindringt, um Bach und alte Musik wunderschön spielen zu können. Das ist eine der ersten dieser Zeit. Also völlig was anderes. Dann haben wir eine Steinmeier-Orgel. Das ist Opus 1859 von 1954 aus Heidelberg, die gehört zu dieser großen Orgel hier hinten, das ist das Pfeifenwerk. Diese beiden gehören also zusammen, man sieht eine pneumatische Orgel. Und 3 Manuale, die wurde dann irgendwann aus der katholischen großen Kirche in Heidelberg ausmarschiert. Das war eine fantastische Orgel. Dann wieder etwas völlig anderes, eine Rokoko-Orgel, neu gemacht. Von dem Würzburger Orgelbauer Bayer, was nach Bayer. Auch ganz, ganz, ganz toll. Wieder völlig anders. Und beim letzten hier im Saal ist der zweitgrößte Spieltisch einer historischen Orgel aus der Nürnberger St. Lorenzkirche, auch von Steinmeier, Opus 1635 von 1937 auch. Also man sieht, im Vergleich zur neobarocken Orgel 1937 von Eule ist die ja ebenfalls von 1937, was völlig anderes, eine Cockpit-Welt mit 5 Manualen und unglaublich vielen freien Kombinationen, noch bevor natürlich jetzt eine neue Sätzeanlage die St. Lorenz bekommen hat. Also eine völlig andere Welt, die hat jetzt leider keine Pfeifen mehr, steht hier nur als Dokumentation, Spieltisch. Riesenspieltisch einer deutschen historischen Orgel. Und die letzte ist eine Multiplex-Orgel. Wir wissen nicht mehr genau, von welchem Orgelbauer die ist. Die ist aus der Zeit, also in der das modern war, mit den erweiterten, überblasenen Zungenreihen und Pfeifenreihen. Und das war dann ja lange Zeit verpönt. Wir haben hier ein Radialpedal. Hier kann man sehr, sehr gut moderne Musik drauf spielen. Die ist aus den 1950er Jahren. Ja, also alles unglaublich unterschiedlich, alle in einem Saal vereint. Und man kann sehr viel über die Welt der Orgel lernen, indem man sich diese unglaublich unterschiedlichen Orgeln anschaut. Und in den nächsten Videos spiele ich die auch für euch.